Tja, gute Stimmung sieht irgendwie anders aus an den Märkten, nachdem es doch gestern eigentlich in Abwesenheit der Amerikaner ganz gut aussah. Wir sehen das hier nochmal, das Gap nach oben, die Entwicklung über den ganzen Tag, ist es heute dann doch eher nach unten gelaufen. Also wir sehen, so richtig toll ist die Stimmung offensichtlich noch nicht. Das ist noch kein Beweis, dass es jetzt weiter massiv nach unten gehen sollte, aber wir hatten ja jetzt schon mehrfach auch in den übergeordneten Videos mal gebracht, dass die Chance hier beim Bruch dieser Zwischentiefmarke vom 21. August ungefähr 12.650 in etwa hier, guckt selber in euren Charts gegebenenfalls nach, aber diese Tiefmarke hier, wenn die durchstoßen wird, dann sieht das gar nicht so toll aus und wir sind ja auf dem besten Weg in diese Richtung. Also sollten wir uns das mal weiter vor Augen halten, wie es da aussieht. Das Auffällige ist, dass es durchaus eine dynamische Bewegung ist. Dynamisch deshalb, weil wenig Gegenwehr zu sein scheint. Also bis jetzt zumindest mal ist das hier ja etwas, was eine klare Linie hat. Etwas, was wir so in der Form typischerweise eigentlich von der Aufwärtsseite hauptsächlich mal kannten. Wir sehen das hier auch im Stundenchart. Also die Voraussetzungen nicht so gut. Wer ist schuld? Offensichtlich die Amerikaner. Gestern ohne die ging es doch so toll. Heute mit ihnen geht es hier auch natürlich in Amerika dann nach unten. Das Bild ist hier ja grundsätzlich das Ähnliche. Alle warten drauf, ob es denn wirklich passiert, werden wir sehen. Der Nasdaq-Index ist da sicherlich einer der Kollegen, der am meisten beachtet ist und dementsprechend viele ja, im Moment zum Aktivismus treibt oder eben gegebenenfalls auch nicht. Denn viele sagen, bei dem Preis wollte ich und konnte ich einfach nicht einsteigen. Hier haben wir ja gesehen, auch hier nochmal der Verweis auf das längerfristige Video, dass der Kurs ja, zumindest mal ein ganz anderes Bild, auch was das Ausmaß angeht, was die Größenordnung angeht, aktuell zeigt und ja, offensichtlich hier die Abwärtsbewegung schon eingeläutet hat. Nach bestem, ja, gut dünken könnte man fast schon sagen, oder nach der typischen Art und Weise 1, 2, 3, 4, 5. Dann hier so ein bisschen die Gegenbewegung sehr schnell, deshalb habe ich hier diese Spiegellinie angezeichnet, aber jetzt aktuell wieder die Fortsetzung hier vorne, ebenfalls Schub runter, wackelig nach oben und hier runter. Also es scheint das ganz typische, das klassische Muster hier zu sein. Zielmarken wären auch hier dann tatsächlich, wenn der Markt jetzt dann das so fortsetzt, irgendwo im Rahmen dieses letzten Zwischentiefs hier zu sehen, beispielsweise die 38er Fibo-Marke ist ebenfalls so ein Klassiker, 10.235. Das muss man nicht so genau nehmen, was die Punktzahl jetzt angeht. Es kann auch 10.500 nur sein, was immer noch 700 Punkte tiefer wäre, dürfte aber auch. Wir erinnern uns an die statistischen Verteilungsmuster dann eben auch noch deutlich tiefer gehen. Also auch unter 10 wäre kein Verbrechen, sondern immer noch einer ganz normalen Korrektur würdig. Wir müssen also uns auf einiges gefasst machen. Ist also jetzt was Neues eingeläutet? Tatsächlich muss man aktuell sagen, die Chancen dafür sind relativ groß. Es spricht einiges dafür, das Ausmaß, das eben jetzt auffällig groß ist, die Geschwindigkeit, die jetzt sehr deutlich ist und jedwede Chance, wer das hier noch nicht nutzen wollte oder konnte, aus welchen Gründen auch immer, und gesagt hat, ich bin da jetzt noch nicht auf der Short-Seite, hat die Möglichkeit, möglicherweise heute Nachmittag noch oder heute Abend oder in den nächsten Tagen bei jedweder solchen Gegenbewegung hier mit dabei zu sein. Dann allerdings auf der Unterseite, wenn, und das ist ganz wichtige abschließende Bedingung, er dann auch das Ganze nach unten triggert. So ähnlich wie wir das hier ja auch hatten, starke Abwärtsbewegung, so wie hier. Danach wackelig hier hin und dann anschließend so der Trigger hier nach unten. Das wäre eben die Möglichkeit, da einzusteigen. Ob das jedes Mal zum Ziel führt, für all diejenigen, die noch ganz frisch mit dabei sind und sagen, Mensch, das muss doch dann immer klappen. Nein, das wird nicht immer klappen, um Himmels Willen. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Aber es klappt so häufig, dass man viel Spaß damit haben kann. Und wir dürfen nicht vergessen, wenn da mal eine umfangreichere Bewegung läuft, hat man in der Regel die Möglichkeit, ja auch den Stop nachzuziehen. Also gegebenenfalls nicht immer, aber immer wieder dann mal größere Pakete da sein eigen zu nennen. Auf der Gewinnseite idealerweise natürlich. So, also die Chancen dafür nicht so schlecht. Gucken wir noch mal einmal ganz kurz auf den Euro gegen US-Dollar, denn der ist ebenfalls, ja, jetzt in so einer Wandelsituation. Wir sehen, dass wir hier dieses Auslaufmodell haben. Er kippt jetzt hier nach unten weg. Wenn ich mir was hätte wünschen dürfen, na, wünschen darf ich immer noch. Ich würde eigentlich lieber sehen, dass er ein bisschen mehr hier noch macht. Das ist immer ein bisschen schöner, weil man schöner einsteigen kann, noch etwas mehr Bestätigung hat. Das Doofe in so einer Situation, wie wir sie jetzt hier haben, ist das jetzt schon die Korrektur gewesen? War es das? War es das? War es das?
Theoretisch wäre das wohl ausreichend, wenn wir uns hier sowas hier mal angucken, beispielsweise. Nur mal so, ach, gucken wir es uns hier an. Was sind wir da so? Sparsam, Chart beispielsweise. Wenn wir das hier so sehen, dann sehen wir, wir sind immerhin bis fast an die 38er-Marke herangelaufen und das ist zumindest mal ausreichend. Es ist zwar ein kleines Ausmaß, es ist auch sehr schnell passiert, aber durchaus wäre das hier geeignet für eine Korrektur. Aber wir sehen schon, wir diskutieren darüber und klassisch ist in der Charttechnik, je mehr man darüber diskutieren muss und anderen, ja, seht ihr es nicht, ich erkläre euch das jetzt eine Stunde. Ja gut, das erzähle ausgerechnet ich, wo ich doch ein Vielschwätzer bin. Aber normalerweise sollte es so sein, man guckt drauf und sagt, ja, ich sehe das hier auch. Und das ist hier so ein bisschen grenzwertig, deshalb mein Wunsch eigentlich nicht so, sondern dass wir nochmal so ein bisschen hochkommen. Idealerweise eben auch wackelig, um dann eben die nächste Abwärtsrichtung dann eben von einem höheren Niveau schönerweise und in der Bestätigung einer Korrektur dann eben zu sehen. Das mal so als Hinweis. Aber auch hier zumindest mal eigentlich so Ziele bei 1,16 beispielsweise, bei 1,15 würden mich jetzt nicht aus der Reserve locken oder zum Mahner werden lassen. Im Gegenteil, das wäre eine ganz normale Bewegung in diesem Fall im Aufwärtstrend. So, jetzt lasse ich euch mal allein ein bisschen. Ihr sollt ja selber auch Spaß haben am Chart. Guckt mal drauf. Wenn ihr mehr noch haben wollt, dann guckt euch heute den Trade des Tages an. Na, was sage ich heute? Guckt ihn euch immer an. Denn dort stellen wir verschiedene Trades vor, die wir machen, wo wir sagen, da kann man sinnvoll einsteigen. Wir geben da unsere ganz konkreten Handelsmarken an. Nicht notwendigerweise, um zu sagen, das ist der Trade des Jahrhunderts, sondern um zu zeigen, wie wir arbeiten mit einem systematischen Ansatz. Wohl wissend, ja, dass die Mehrzahl der Trades uns Freude bereitet. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich euch Freude bereitet habe. Wünsche euch noch einen wunderbaren Nachmittag. Bis zum nächsten Mal.